Hallo meine lieben Erdzeichen, herzlich willkommen zu eurem Neumond-Reading. Ja, meine Lieben, ich habe mir gedacht, ich erspare mir heute auch das Intro und erzähle euch allen einzeln so ein bisschen was zu den allgemeinen Energien zu diesem Neumond. Für alle, die zum ersten Mal auf meinem Kanal sind, hi an der Stelle. Ihr findet alle wichtigen Infos, was ich mir bei meinen Readings so denke, unten in der Infobox. Denn ich bin kein Fan von diesen super langen Intros, die man am Anfang immer hat. Gut, meine Lieben, es findet am 22. Mai der Neumond im Zeichen der Zwillinge statt. Und das Sternzeichen Zwilling ist zu Hause im dritten Haus. Und im dritten Haus, das dritte Haus steht für die Kommunikation. Ich habe mir jetzt aus meinem Moonology Oracle schon mal die Karte rausgelegt für den Neumond im Zwilling. Und hier steht, Communication is key. Also Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Und genauso nehme ich es auch wahr. Nicht nur der Neumond findet jetzt im Zeichen der Zwillinge statt, auch die Sonne ist bereits ins, oder tritt morgen, also whatever, Entschuldigung. Die Sonne ist bereits im Zeichen der Zwillinge und auch der Mondknoten, der nördliche Mondknoten, hat sich ins Zeichen der Zwillinge begeben. Das heißt, das Sternzeichen Zwilling ist gerade sehr betont. Und worum geht es beim Sternzeichen Zwilling, außer um die Kommunikation, um Dualität, um das Yin und Yang in sich selbst, um den männlichen und den weiblichen Anteil in sich selbst. Und mit dieser Communication is Key-Karte nehme ich so wahr, dass es vor allem auch darum geht, mit sich selbst zu kommunizieren, also sich klar darüber zu werden, welche Rolle man spielt, welche Ziele man hat, einfach offen, das offen und ehrliche Gespräch mit sich selbst zu suchen. So nehme ich die Energie jetzt erstmal wahr. Das kann aber natürlich auch im Außen stattfinden, nämlich dass es jetzt an der Zeit ist, wirklich offen zu kommunizieren. Hier irgendwie nicht mehr ein Blatt vor den Mund zu nehmen, sondern einfach ganz klar Stellung zu beziehen, zu was auch immer. Und um jetzt für euch hier noch ein Special-Thema quasi zu generieren, möchte ich eine Tarotkarte aus meinem neuen The Muse Tarot für euch ziehen, um zu schauen, wie es denn, ja, oder um was es denn hier bei euch geht, liebe Erdzeichen. So. Liebes Universum, ich hätte gerne eine Botschaft für meine Erdzeichen. Die vier Münzen. Und an der Unterseite des Decks der Mond. Okay, also meine lieben Erdzeichen, das ist ein wundervolles Deck. Wie gesagt, The Muse Tarot, ich kann es euch nur empfehlen. Und wenn jetzt hier steht, Communication is key, und es fallen die vier Münzen, und bei den vier Münzen geht es ums Festhalten. Was haltet ihr zurück? Welche Kommunikation haltet ihr zurück? Was traut ihr euch vielleicht auch nicht, es genau so zu sagen, wie ihr es empfindet? Was traut ihr euch vielleicht nicht zum Ausdruck zu bringen? Denn der Mond an der Unterseite des Decks, der Mond, der steht für die Gefühlstiefe und für die Ängste. Und ich habe das Gefühl, es möchte etwas zum Ausdruck kommen, was ein bisschen tiefer sitzt. Es möchte etwas gehört werden, etwas gesagt werden, was etwas tiefer sitzt und was ihr vielleicht in irgendeiner Art und Weise noch ein bisschen zurückhaltet, wo ihr vielleicht einfach ein bisschen vorsichtig seid oder vielleicht schützt ihr es auch. Vielleicht gibt es irgendetwas, was ihr gerne aussprechen möchtet, aber in irgendeiner Art und Weise habt ihr das Gefühl, ihr müsst diesen Wunsch oder dieses Gefühl beschützen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, meine lieben Erdzeichen, wo das jetzt hinführt. Die Energie, die ich hier gerade wahrnehme mit diesen beiden Karten für euch, ist wirklich so, es möchte etwas Gehör finden. In irgendeiner Art und Weise haltet ihr das zurück oder in irgendeiner Art und Weise hört ihr nicht hin oder ihr traut euch das nicht zu sagen. Liebes Universum, um was geht es hier für meine Erdzeichen? Die Königin der Kelche. Ich glaube, es geht in irgendeiner Art und Weise darum, ein Gefühl zum Ausdruck zu bringen. Es geht um... Ich frag erstmal weiter, bevor ich mich hier wieder verzettel. Liebes Universum. Halleluja, der König der Kelche.
Okay. Was mir sofort auffällt, ist, die beiden drehen sich den Rücken zu. Es ist ein Power-Couple, aber in irgendeiner Art und Weise, und das nehme ich auch hier wahr, denn ihre Haltung ist genauso. Auch sie dreht hier quasi diesem König der Kelche den Rücken zu. Ich habe das Gefühl, es gibt etwas, was ausgesprochen werden möchte. Ein Gefühl, das geäußert werden möchte. Ein Gefühl, das in euch brodelt. Ich gehe mal stark davon aus, in Bezug auf einen anderen Menschen, dass ihr aber irgendwie noch zurückhaltet. Okay, liebes Universum, ich hätte gern ein bisschen mehr gewusst zu dieser Liebe für meine Erdzeichen. Der Wagen. Vielleicht habt ihr mit einem Krebs zu tun. Ich frage erst weiter. Der Mond, nochmal der Mond. Eine Karte noch. Und die sechs Münzen. Okay, meine lieben Erdzeichen. Ich habe das Gefühl, ihr habt was zu sagen. Ich habe das Gefühl, ihr. Es geht hier um die Liebe. Es geht hier um die Liebe und es geht hier darum, euch wieder vorwärts zu bewegen. Vielleicht auf diesen König der Kelche zu. Aber um das zu tun, muss in irgendeiner Art und Weise eine Angst überwunden werden. Irgendetwas mit dem Mond liegt hier im Verborgenen. Wie gesagt, der Mond hat sich ja an der Unterseite des anderen Decks hier auch gezeigt. Ganz tief in euch drin, wirklich, wenn zweimal der Mond fällt, ganz tief in euch drin, gibt es ein Gefühl, das gehört werden möchte? Gibt es einen Impuls, der gehört werden möchte? Es gibt in irgendeiner Art und Weise etwas, was ihr zurückhaltet, vielleicht aus Angst. Aus Angst, dass das hier am Ende des Tages in irgendeiner Art und Weise ungerecht sein könnte oder dass ihr das nicht, ne, dass das Gefühl nicht erwidert wird. Bei den sechs Münzen geht es um Geben und Nehmen im Einklang. Und ich glaube, eure Angst ist, euch emotional einem anderen Menschen zu öffnen, aus Angst nicht erwidert zu werden, aus Angst abgewiesen zu werden. Der Wagen hier sagt mir aber, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, aber der Wagen hier sagt mir, es ist an der Zeit, diese Angst zu überwinden. Es ist an der Zeit, loszulassen. Es ist an der Zeit, zu sorry, mein Lieben, zu kommunizieren und hier mal tiefer reinzutauchen. Ich würde gerne wissen, warum liegt denn der Mond hier, liebes, halt, falsches Kartendeck. Warum liegt denn der Mond hier, liebes Universum? Die Königin der Schwerter. Ja, ich glaube, es ist Angst vor harschen Worten. Oder so, mit dieser Communication is key. Es geht hier in irgendeiner Art und Weise um klare Kommunikation. Es geht hier darum. Ja, okay, alles klar. Ritter der Schwerter. Ihr habt Angst, Gegenwind zu bekommen. Ihr habt, also, ich nehme das wirklich so wahr. Ganz tief in euch drin sitzt ein Gefühl. Und das haltet ihr wirklich, das haltet ihr ganz nah, near in dir, kommt mir die ganze Zeit rein. Das haltet ihr ganz nah bei euch. Aber es möchte in dieser Konstellation möchte sich etwas bewegen. Und die Angst, die ihr hier habt, ist für diese klare Stellung, die ihr bezieht oder für diese klaren Worte, die ihr findet, Gegenwind zu bekommen oder dass das jemand nicht erwidert oder dass ihr dafür angegriffen werdet. Ich würde gerne noch ein bisschen was zur Königin der Kelche wissen, liebes Universum. Um was geht es hier? Um was geht es hier für meine Erdzeichen? Die zwei Münzen. Ich kann es nicht anders sagen. Ihr wägt das ab. Ne? Erdzeichen. Ich erlaube mir bei den Erdzeichen immer so ein bisschen, naja, ein bisschen
ehrlicher, was heißt ehrlicher zu sein, aber ein bisschen klarer zu sein, weil ich selbst Jungfrau bin. Ich weiß, wir brauchen immer Sicherheiten, ne? Vier Münzen. Wir brauchen immer in irgendeiner Art und Weise eine Sicherheit. Und wenn wir diese Sicherheit nicht haben, wenn wir keinen Plan haben, wenn wir, ne, wenn wir irgendwie nichts Greifbares, nichts Physisches haben, dann fällt es uns einfacher, in dieser Energie zu bleiben, der Zurückhaltung. Es fällt uns einfacher, die Dinge zu beobachten. Wir haben es in der Regel nicht so eilig, ne? Erdenergie bzw. Münzenergie, Erdenergie ist langsame Energie. Wir schauen uns das lieber nochmal an und nochmal an. Ich glaube aber, in dem Zustand seid ihr, in den zwei Münzen. Ne? Ihr kommt immer wieder an den gleichen Punkt. Und ich glaube, ihr trefft hier nicht diese Entscheidung, euch zu öffnen, euch das zu kommunizieren, was hier alles unter eurer Oberfläche schlummert, weil ihr Angst habt, verletzt zu werden. Ich glaube, ihr habt Angst vor diesem Ritter der Schwerter. Ich frage jetzt mal so nach, was möchte hier denn kommuniziert werden, liebes Universum? Was möchte hier für meine Erdzeichen kommuniziert werden? Die 10 Schwerter. Okay, interessant. Der König der Münzen. Die Gerechtigkeit und der Herrscher. Ich glaube, es geht in irgendeiner Art und Weise um ein Ende. Ich muss sagen, mit diesen Karten habe ich das Gefühl, es könnte hier in irgendeiner Art und Weise um eine Ehe gehen. Der Herrscher kann ein Ehemann sein. Die Gerechtigkeit, ne, das können Scheidungen sein, aber es sind so offizielle Entscheidungen. Es sind Entscheidungen, die Konsequenzen haben. Ich glaube, etwas, was hier kommuniziert werden möchte, hat irgendetwas damit zu tun, dass für euch etwas zu Ende gegangen ist oder dass ihr euch vielleicht auch eingestehen müsst, dass ein Kampf verloren ist, dass ein Kampf vorbei ist, dass in irgendeiner Art und Weise in eine Situation Gerechtigkeit rein muss. Ich muss auch wirklich sagen, das ist einfach so ein Impuls, den ich gerade bekomme. Ich habe das Gefühl, die Königin der Kelche seid ihr. Ich habe das Gefühl, es gibt hier einen anderen Menschen. Es gibt einen anderen Menschen, Power Couple, ne? Es gibt hier einen Menschen, den ihr liebt. Oder der euch zumindest sehr wichtig ist. Und ich sehe hier mit dem König der Münzen einen anderen Menschen, der vielleicht davon nichts weiß. Muss nicht auf jeden, auf, oder, ne? Kann auf gar keinen Fall auf alle passen, die hier zuschauen. Aber es kommt einfach gerade so rein. Und es kann sein, dass mit der Gerechtigkeit hier gemeint ist, dass man ehrlich sein muss. Ehrlich zu sich selbst. Ehrlich zu diesem anderen Menschen. Ich habe das Gefühl, ich habe hier drei Personen auf dem Tisch. In irgendeiner Art und Weise. Oder drei Situationen. Ich würde gerne noch ein bisschen was zum Herrscher und zur Gerechtigkeit wissen, liebes Universum. Meine lieben Erdzeichen, diese ehrliche Kommunikation, ihr haltet etwas zurück, weil ihr wisst, dass wenn es einmal ausgesprochen ist, ne, wenn ihr einmal ehrlich wart, das nehme ich so wahr mit dem Ritter der Münzen, gibt es kein Zurück in irgendeiner Art und Weise? Aber das ist doch das, was ihr wollt. Ich glaube wirklich, ich habe das Gefühl, ihr seid in irgendeiner Art und Weise hin und her gerissen. Vielleicht habt ihr auch Angst, einen anderen Menschen zu verletzen, hier mit den drei Schwertern. Ne? Vielleicht versucht ihr irgendwie so die Balance zu finden, ne? Es für alle gerecht zu machen oder die gute Mitte zu finden in irgendeiner Art und Weise. Ich hätte hier gerne noch eine Zusatzbotschaft für meine Erdzeichen, liebes Universum. Die 9 Stäbe. Eine Karte noch, aber ich habe hier zu den 9 Stäben schon einen ganz klaren Impuls. Nämlich, ich habe das Gefühl, für euch ist in irgendeiner Art und Weise ist irgendetwas schon vorbei.
Ihr steht bereits auf der anderen Seite des Zaunes. Ne? Irgendwas, mit irgendwas habt ihr schon abgeschlossen. Ja, ihr habt hier noch eure Verbände. Ne? Ihr tragt hier noch eure Wunden. Ja, ihr habt auch noch den Blick zurück. Aber irgendetwas ist eigentlich für euch schon vorbei. So bekomme ich, den Impuls bekomme ich gerade. Und ich glaube, ihr haltet euch vielleicht gerade noch mit diesen vier Münzen in einer Situation, wo ihr eigentlich wisst, dass ihr da nicht mehr sein wollt. Die sieben Kelche. Eine Karte noch. Wow, und der König der Münzen. So, jetzt fehlt der König der Schwerter, dann hätten wir alle Könige hier. Ich weiß nicht, mit wie vielen Personen ihr zu tun habt. Aber ich habe das Gefühl, es sind definitiv mehrere Kelche oder mehrere Gefühle, die gerade so in euch lodern. Ich hätte gerne noch eine Karte zum König der Stäbe und zu den sieben Kelchen. Die zwei Schwerter an der Unterseite des Decks, ja. Okay, meine Lieben. Das könnte wirklich ein bisschen eine spezielle Botschaft sein, aber... Ich glaube, ehrlich gesagt, eure Intuition, eure Gefühle, wie auch immer, auch wenn sie tatsächlich ein bisschen aufgewirbelt sind, eigentlich wisst ihr, wo ihr festhaltet. Eigentlich, ich glaube, diejenigen, die sich hier in dieser Legung angesprochen fühlen, die wissen, wer der König der Kelche ist. Die fünf Münzen und die drei Münzen als Klärungskarten hierzu sagen mir, es gibt hier in irgendeiner Art und Weise eine Situation, in der ihr noch steckt, an der ihr noch festhaltet oder ihr versucht in irgendeiner Art und Weise etwas zusammenzuhalten, weil wenn es einmal ausgesprochen ist, gibt es kein Zurück mehr. In irgendeiner Art und Weise könnte es sein, dass ihr hier versucht, diese Verbindung abzublocken, weil ihr Angst habt, jemand anderen zu verletzen oder weil ihr Angst habt, verletzt zu werden, indem ihr, ich weiß es nicht, indem ihr diese klaren Worte findet, bei wem auch immer. Ich habe das Gefühl, hier sind viele Menschen involviert. Ich sehe hier jemanden, ich sehe hier jemanden, ich sehe hier jemanden, hier, hier, hier und hier. Also ich habe das Gefühl, diese Entscheidung oder diese Kommunikation oder das, was euch gerade beschäftigt, das versucht ihr abzublocken, weil das größere Auswirkungen hat. Ne? Das betrifft irgendwie mehrere Personen oder mehrere Situationen oder in irgendeiner Art und Weise habe ich das Gefühl, dass auch ihr Angst habt, hier ausgeschlossen zu werden für irgendwelche Entscheidungen. Viel los. Das will ich sagen. Was ich wirklich wahrnehme, ist so viel los in euch. Wahrscheinlich seid ihr deshalb so zurückhaltend oder ne, mit diesen vier Münzen. Wahrscheinlich ich glaube, das hat alles relativ weitreichende Konsequenzen, das, was euch gerade beschäftigt. Aber es geht darum, zu kommunizieren. Und in dieser Legung kann ich sagen, erstmal mit euch selbst. Denn ihr seid in irgendeiner Art und Weise, seid ihr euch nicht so sicher. Folge ich meinem Herzen? Folge ich meinem Verstand? Schaffe ich es? Ne? Beende ich hier wirklich irgendetwas grundlegend? Wen stoße ich vorm Kopf? Mit wem will ich mir oder was will ich mir wirklich langfristig aufbauen? Wer steht an meiner Seite? Wer unterstützt mich in den Dingen, die ich mache? Viel los. Wirklich. Das sehe ich hier. Aber, meine lieben Erdzeichen, ich glaube, aus dem Tumult, den ich wirklich wahrnehme, aus dem Tumult, in dem ihr steckt, kommt ihr nur raus. Ne? Dieser Wagen setzt sich nur in Bewegung, wenn ihr da mal tief eintaucht. Wenn ihr schaut, was ihr da abblockt. Oder wenn ihr euch diese Situation wirklich mal genauer anschaut und wie gesagt, erstmal ehrlich zu euch selbst seid. Erstmal in Kommunikation mit euch selbst tretet. Ich kann das nicht anders sagen. Denn das hier muss aufgeräumt werden.
meine Lieben. Das hier muss aufgeräumt werden. Ihr halt die vier Münzen, der Mond und die zwei Schwerter, sagen mir, irgendetwas haltet ihr zurück, irgendwas versucht ihr runterzudrücken, obwohl ich glaube, dass es eigentlich für euch schon abgeschlossen ist, aber irgendwie wollt ihr nicht hinhören. Vielleicht wendet ihr euch auch so ein bisschen ab von diesen Gefühlen und versucht so ein bisschen in die pragmatischere Haltung zu gehen. Hier habe ich Stabilität, das ist in irgendeiner Art und Weise offiziell, das ist mein Ehemann oder meine Ehefrau oder ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr steckt in den Situationen. Das hier kann so viele Möglichkeiten haben, aber was ich definitiv hier wahrnehme mit dieser eigenen Dualität, bringt euch selbst hier in Balance. Weil hier, ich glaube, euer Herz sagt euch etwas anderes als das, was ihr tatsächlich tut oder das, was ihr nach außen zeigt. Vielleicht auch das, was ihr euch selbst zeigt. In irgendeiner Art und Weise geht es darum, diese Königin der Schwerter zu werden. Klare Kommunikation. Sehr interessant. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, meine lieben Erdzeichen. Ich lasse das für den Moment hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading. Da möchte ich dann auf alles nochmal genauer eingehen. Ich habe das Gefühl, hier gibt es viele, viele Beteiligte. Viele, die sich irgendwie einmischen. Viele, die irgendwie zumindest für euch eine Rolle spielen. Und ich glaube, wenn ihr diese Entscheidung oder wenn ihr das hier, das irgendwas wägt ihr ab, ihr, ne, in irgendeiner Art und Weise seid ihr hin und her gerissen. Wenn ihr hier eine Entscheidung getroffen habt mit der Königin der Schwerter und dem Ritter der Münzen, dann gibt es kein Zurück mehr. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr wisst. Okay, meine Lieben, vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!